Meine Fresse! Boah, die Frau, die macht mich wahnsinnig, ey. Okay, oh. Ey, scheiß Eisfelsen. Brocken, Plattform. Was? So, benutzen wir den Torschlüssel. Schade, dass da zwischen T und O kein H ist. Wisst ihr? Torschlüssel, Torshammer, Torschlüssel. Sind wir witzig heute. Flachwitz Raider. Oh Gott, ich fühle mich wieder so cool. Nein, nicht das. Nein! Oh Mann, ey. Das mit der Lore, das ist immer so eine Sache bei mir. Was? Oh! Ey. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir werden hier eine halbe Stunde sitzen. Wir kriegen das hin, keine Sorge. Und dann machen wir das hier ganz locker und lässig. Einmal in die Kamera rein. Göttlich. Oh Mann, ey, ich versteh's nicht. Ich bin so doof dazu. Oh. Das ist so scheiße. Wer hat sich das überlegt? Oh! Das war so ein Männergebrüll gerade. Oh! Ich hab mich gerade selber erschrocken. Ich habe mich vor meinem Schrei erschrocken. Also doppelt erschrocken eigentlich. Oh, da ist wieder so ein Monster, ey. Ich sehe es. Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Also, ha, hallo. Ich weiß, da liegt noch was, aber ganz ehrlich, da setze ich nicht Laras Leben aufs Spiel. True Friendship. Nee, das tue ich ihr nicht an. Das wäre zu viel des Guten. Jetzt mache ich so auf voll Best Friends und jetzt nicht mehr. Weil ich mich freuen würde, wenn sie stirbt. Ja, natürlich. Ich meine, ich will, dass Lara stirbt, damit ich die neue Lara Croft werde. Ganz einfach, das ist einfach pure Konkurrenz. Ich meine, ich habe jetzt zwar nicht diese Körbchengröße wie sie, aber ich könnte es vielleicht zu etwas bringen. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht. Lara, ich war heute extra beim Friseur und habe mir die Haare gefärbt. Ich habe mir die extra gefärbt, damit man meine grauen Haare nicht sieht wegen dir. Ja, die habe ich dank dir bekommen. Dankeschön dafür. Oh mein Gott, sie hat's geschafft! Oh! Ach nee, da konnte man ja auch... Hä? Wieso nimmst du die Waffe nicht? Matchen! So eine Scheiße, ey. Weißt du, du hättest das viel besser anstellen können, aber nein! Du musst es ja total unprofessionell machen. Erstmal die Desert Eagle nicht nehmen. Oh, die Dinger, die sehen so hässlich aus. Wer hat sich die überlegt? Wer hat sich die so ausgedacht zu designen? Ich meine, noch hässlicher geht das gar nicht. Ich meine, da sehen die Monster aus Silent Hill hübscher aus. Germany's Next Top Monster. Bist bestimmt nicht du. Du bist schon viel zu hässlich. Sag mal, warum ist deine Anzeige? Bist du behindert? Was? Ja, meine Schminke, mein Lippenstift ist geschmolzen. Ah! Oh, halt die Fresse. Jeden Montag und Freitag muss ich mir das antun, ey. Aber die meinen ja, ich sei komisch. Das ist ja das Beste. Ich bin komisch. Nur weil ich zocke. Ich meine, ehrlich, das kann doch nicht sein, dass man hier immer nur Call of Duty spielt. Immer nur Call of Duty. Und dann sagt man, ja, ich bin Gamer. Oder was noch besser ist, sind die Leute, die unbedingt immer den Support brauchen.
Aber immer, wirklich. Oh Leute, ich habe ein HP zu wenig. Könnt ihr mich bitte heilen? Kommen die mit ihren monströsen Titten an? Ich kann das überhaupt nicht leiden. Und das kann ich jetzt auch nicht leiden, Laura. Und wie die sogar da sitzen vor der Webcam, ey. Oh. Sieht man eigentlich nur 90% Titten. Wurde auch schon mal als Gamer Girl bezeichnet in der Schule und dachte mir so, jetzt reicht's, mein Lieber, jetzt reicht's. Du sagst zu GTA 5, GTA 4. Halt's Maul. Du hast keine Ahnung vom Spielen. Ich hab ja... Wow, meine Fresse, was ist das für ein Wichser? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Mit ihr. Ja! Und in der Keks ist mit dabei, wir haben doch die Zeit gefunden. Endlich. Die Ecke war richtig okay. Ja. Oh mein Gott! Boah, mein Nachbar ist so ein Wichser, ne? Der hat mich gerade richtig erschrocken. Warum? Ja, der wohnt ja unter mir und jetzt hat er irgendetwas Schweres fallen gelassen. Oh Mann! Oh, Lara. Die Untermieter wieder. Oh, die Nerven. Boah, am besten abstechen, ey. Nee, wirklich, es reicht langsam. Die machen um 5 Uhr morgens laut den Bass auf. Party. An einem Samstag. Ich würde mir nämlich gerne die Desert Eagle Munition für den Boss. Hat Desert Eagle gesagt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Desert Angel meine ich natürlich. Desert Angel, verdammt. Oh Mann, ey, ich fühle mich gerade total awesome. Bitte, Lara, mach mir diesen Moment nicht kaputt, ja? Das ist das erste Mal, dass ich hier überhaupt was hinkriege in dem Spiel. Vielleicht stirbt sie einfach so ohne Grund. Oh, das ist ja schön. Ich habe heute irgendwie... Ich bin heute ziemlich gemein. Ja, ich merke das schon. Nee, also ich habe auch in der Schule, da gibt es super Tussis bei mir. Da fuhr so ein Auto und die haben halt gerade die Straße überquert. Und habe ich halt auch so laut gedacht. So, ja, das Auto hätte ruhig schneller fahren können. Oh. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Weil ich meine, das Tor muss ja aufgehen, oder? Ja. Simsalabim. Okay, doch nicht. Außerdem hättest du sagen müssen, Sesam, öffne dich. Egal. Simsalabim deshalb hört geht das nicht. An. Aber da ist kein Sesam ist drauf. Da ist aber kein Sesam. Oh Mann, Lara! Mann! Die hört mir wieder nicht zu, ey. Ich krieg das Kotzen. Wie immer. Wie immer. Dankeschön. Meine Fresse, Alter. Ich hau dir jetzt... Robert, die Zähne kaputt! Mann! Voll aggressiv heute! Hey, das kann doch nicht sein! Warum? Alter, hier ist kein Hebel! Kommen hier Gegner? Ja, diese Mücken. Gar nicht! Was lügst du? Oh mein Gott! Ich bin gerade voll erschrocken. Okay, der steht hier aber nicht drauf. Die Entwickler wissen selbst nicht, was sie alles eingebaut haben. Wollte ich gerade sagen. Nein! Oh, die ist so dumm! Oh Mann! Ah! Mann! Wie schaffen die das? Behinderte. Ach so! Okay, das geht nicht. Das ist scheiße. Hast du gespeichert, ja, ne? Ja, natürlich. Mädchen-Syndrom. Gut. Genau. Aber so lange. Schau mal, die hängt da immer an der Kante fest. Was soll die Scheiße? Ich drück den Analogstick nach unten wie eine Gestörte und die hängt da einfach immer an der Kante fest, wenn die. Nee, mir fehlen da langsam echt die Worte für. So, ach, jetzt auf einmal kriegt die Dame das hin. Ach so. Ja, und jetzt stirbst du wieder. Ja, das war ja klar. Das war ja abzusehen, Lara.